Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge von Bausimulator. Letzte Folge haben wir Startrampe mit Teil 2 angefangen und hier schön weit gebaut. Also da das Gebäude da dazu noch gebaut, wo wir jetzt Stahlelemente liefern müssen und palettische Metallbauteile. Mal ganz kurz mal hochgehen. Genauso die Treppe hier. Also in höher komme ich gar nicht, weil es jetzt oben zu ist. Alles klar. Also hier müssen Metallbauteile hin und dann brauchen wir ein Paket Tower-Stahlträger. Gibt es wahrscheinlich wieder beim Stahlhandel, was halt auch Sinn machen würde. Aber ich glaube, unsere Materialien an sich haben wir alles geliefert jetzt. Würde ich behaupten, gell? Also außer da kommen noch irgendwelche Dinger dazu, aber nee, eigentlich vom Baustoffhandel müssen wir alles haben. Packen wir das nehmen. Ja doch, wir können es gleich auspacken. Weil ich eben mit dem LKW erstmal fort muss. Also können wir da mal kurz gucken, was da jetzt bei rumkommt. Eine Treppe, damit man doch ganz hoch kommt. Schön, schön, schön. Okay. Gut, dann einmal den wunderbaren LKW da vorne, den weißen. Und mal zum Stahlhandel. Vielleicht müssen wir auch zum Hafen wieder. Das könnte natürlich auch sein. Ich gucke erstmal hier. Habe ich gerade gehupt? Ich habe noch F. Egal. Vielleicht habe ich gerade aus Versehen gehupt. Kann sein. Genau, haben wir hier einmal ein Paket. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ich brauche aber, glaube ich, dass das vier Sachen sind. Mit Stahlträgern. Ist das auch, glaube ich, das, was ich brauche. Jetzt ist nur das Problem, dass der LKW, ja, das war eben die Hupe, okay, keinen Kran hat. Das Gute ist aber, unser Mobilkran steht da vorne. Dann brauchen wir nur kurz zusammenklappen und 2 Meter fahren. Sobald er fahren möchte. Dürfte nur ruhig etwas schneller fahren, rückwärts. Sehr schön, er ist angekommen. Eigentlich egal, wo ich ihn gerade mal hinstelle. Der Ausleger ist ja lang genug. Und dann gucken wir mal, dass wir die Stahlträger aufladen. Und vielleicht kriegt man noch die anderen Teile drauf. Da brauche ich nur einmal fahren, das wäre natürlich das Einfachste. Oh mein Gott, sehen wir. Also das sind mir absolut gar keine Probleme, das aufzuladen. Da ich die Stahlträger ein bisschen stapeln kann, passt ein anderer Teil locker drauf hinten. Dann habe ich mir natürlich Fahrzeit gespart. Oder Fahrtweg oder Fahrzeit. Alles habe ich mir eigentlich gespart. Zeit ist Geld und deswegen. Stellen wir den hier hin. Dann wird eh irgendwo im Weg stehen bestimmt. Und dann hat man gerade mal die Stahlträger ab. Und dann gucken wir mal, wo das ganze Glabuscher da dann hin muss. Und was wir noch alles machen müssen. Wir haben jetzt gerade mal 35%, aber Material ist eigentlich ziemlich alles geliefert. Gut, ich glaube, Beton gießen muss ich noch ein bisschen was. Ja. Naja, mal gucken einfach mal. Gut, Stahlträger ist schon abgeladen. Und jetzt muss ich wahrscheinlich den markierten Bereich räumen. Ach Gottes Willen. Natürlich da, wo die Pumpe steht. Das ist doch normal. Dass die sowieso im Weg steht. Na gut, hätte ich den Kollegen weiter links abgestellt, wäre das kein Problem gewesen. Naja. Okay. Dann Betonmischer. Oh, die Pumpe. Stopp so. Was da kommt, ist doch Dinger hin. Okay, was. Oder wird es da erstmal zusammengebaut und dann muss ich da, das dann rüber setzen, wo es hingehört. Ich glaube ja. Okay. Ich baue mal so weit, wie es geht. Okay, das Ding ist jetzt zusammengebaut. Und muss jetzt eigentlich... Ach, da ist der Anhaltspunkt. Ich wollte sagen, muss jetzt eigentlich darüber. Aber ich sehe keinen Anhaltspunkt, aber doch. Das ist einfach nur schon ein gutes Stück weit oben. Wie? Boah, jetzt brauche ich den Mobilkran. Och Mann. Nimm mal dieses Spontane da.
Ah ja. Also, holen wir den einmal her. Wir stellen mal die andere Seite rüber. Da kann er hoffentlich stehen bleiben dann. Und dürfte eigentlich überall hinkommen. Und der Mobilkran kann halt anscheinend, gut, auch logischerweise auch irgendwie, halt nochmal etwas mehr Gewicht heben. Und so ein dicker, fetter Stahlrahmen wiegt wahrscheinlich die eine oder andere Tonne. Ich hoffe nur mal, dass mein Auto irgendwann mal da drüben im Weg steht. Weil die Rakete immer näher kommt. Ich glaube, die tut immer so von Abschnitt zu Abschnitt, tut sie immer so ein bisschen wandern. Bis sie dann kurz vorm Ziel steht. Beziehungsweise am Ende dann halt da, wo sie hingehört. Ne, nein, falsch. Ne. Ach, warte mal. Ich glaube, der Turmdrehkran steht ein bisschen im Weg. Ah, jetzt ist er nämlich auch da, wo er hingehört. Ich sehe halt nicht die Spitze oben, keine Ahnung. Beziehungsweise. Ah, da hätte ich sehen können. Ja. Dass der Kran schon eine gewisse Höhe erreicht hat. Das ist ja auch die Sache bei dem Mobilkran, dass der halt nochmal etwas größer ist. Deswegen gab es ja auch im alten Boss-Simulator so einen großen Raupenkran von Liebherr. Gibt es aber leider hier auch nicht mehr. So, Teil Nummer 1 steht. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Gut, dann machen wir das mal so lange, bis es was Neues gibt. Und da setzen wir mal das letzte Turmsegment mal noch drauf. So, haben wir das abgeschlossen. Jetzt brauchen wir Versorgungsarme. Das sind die Dinger, die da nur eingepackt? Ah, die liegen da vorne rum. Packt es der normale Kran? Wahrscheinlich nicht, gell. Ich finde ihn halt einfacher zu steuern, deswegen nehme ich den lieber. Aber... Nein, zu schwer für dich. Dann dreh den mal wieder ein Stückchen weg hier. Und nimm den Mobilkran. So. Und dann müssen wir, glaube ich, noch irgendwas, irgendwelche Türme noch bauen. Deswegen haben wir noch so viel zu tun. Das hatte ich mal letztens irgendwie off-camera kurz geguckt. Aber das sehen wir ja gleich. Beziehungsweise wir können ja gleich mal kurz gucken, was noch alles zu machen ist, sobald wir die Versorgungsarme dran haben. Weil da habe ich auch noch drei Pakete, die ja noch, zwei Pakete waren es. Die ja noch irgendwo verbaut werden müssen. Auch wenn in meinen Augen das Ding jetzt eigentlich soweit fertig ist. Bis auf halt das Verbindungsstück, was halt noch, dass ich die Rakete rüberfahren kann. Aber sonst wäre das in meinen Augen fertig, aber... Nö. Vorher müssen wir noch Fundamente ausheben. Müssen die tief? Gucken wir erstmal kurz, was wir noch so machen müssen. Also Fundament, Ausflug, Fundament. Fertige Elemente, Plattenfundament, Stahlelemente, Stahlraum, Türksement, Turmsteuer, Blitzableiter, Kieslieferung. Okay. Okay. Ich hätte mal vorgeschlagen, ich. Haben wir überhaupt einen Bagger? Haben wir denn überhaupt einen Bagger? Auch geil. Na gut, meistens lasse ich es halt machen. Ich will mal kurz gucken. Wir hier den schönen verkehrt. Aber den kaufen bitte. Dann steigt mal da einmal ein. Und dann gucken wir zumindest mal. Wenn das vielleicht geht, ist ja schnell. Das sind ja so kleine Dinge. Dann können wir das auch ausnahmsweise mal selber machen. Wenn es ratzfatz geht und kleine Dinger, da sage ich auch nichts dagegen. So große Löcher, wo ich gefühlt 3 Stunden baggern muss. Weiß ich jetzt nicht.
den fertig mache. Ah, das hat schon wieder lang genug gedauert. Achso, was, dein Mobilcrash schon auch im Weg? Warum denn? Das ist nur das kleine Loch da. Gut, lass den mal da stehen. Sehen wir dann. Gut, dann einmal Mobilcrash zusammenklappen, bitte. Und 2 Meter aus dem Weg fahren. So. Jetzt müssen wir Sachen platzieren. Der normale Kran kommt da nicht hin, gell? Der Turmträger ran. Richtig? Der ist da zu kotz für. Oh, was ist denn gestammt, Ding? Warte? Ja, der ist zu kurz. Gut, dann muss er das andere Ding da drüben machen. Und da brauchen wir den Mobilkran. Dann nehmen wir den einmal. Stellen ihn wieder dahin, wo er eben stand. Der hätte da eigentlich ruhig stehen bleiben können. Aber okay, war ja im Weg. Anscheinend. Ach komm. Das ist doch so eine Riesenstütze. Besser jetzt. Sehr gut. Und schon beim Ausschwenken aufpassen. Nein, ich muss ja nicht großartig ausfahren. Bis jetzt zumindest. Ich weiß ja, welche Höhen wir noch gehen. Jetzt müssen wir Plattenfundamente gießen. Okay, dann machen wir es ganz einfach. Dass wir gerade mal ein anderes Fundament aushub die Kollegen übernehmen lassen. So. Dann nehmen wir einmal den Turmträger an und setzen die Elemente da drüben rein. Und dann kann man nämlich mit dem Betonmischer schnell hin und her fahren. Und das voll machen, weil ich glaube, dafür dürfte der Betonmischer allein reichen eigentlich. Behaupte ich jetzt mal, ich weiß es natürlich nicht. Testen wir dann gleich mal. Gut, Elemente sitzen. Dann einmal in den Betonmischer und wir gucken mal. Normalerweise, wenn es von der Länge her das Ding reicht, ist es eigentlich kein Problem. An anderen Ecken haben wir das auch alles. Okay. Nur dass ich da nichts machen muss anscheinend. Ja, das sollte reichen. Gut, dann gieße ich mal alle 6 Dinger. Oh Gott, das ist ja in Sekunden gemacht. Um Gottes Willen. Das ist so ein Träumchen. Perfekt. Zack, zack, war das gegossen. Jetzt brauchen wir unsere Pakete Stahlelemente. Alles klar. Dann fahren wir den gerade aus dem Weg und laden die Dinger hoffentlich mit dem Turmträgeran ab. Außer der sagt, es ist zu schwer. Aber die Dinger sind auch recht groß. Sehen wir gleich. Okay, doch. Geht alles. Perfekt. Ach so, eins da und eins da. Alles klar. So, das Material für die anderen 2 Türme kommt wahrscheinlich von Zauberhand dann. Weil da alles von Zauberhand gemacht wird. Gut, dann setze ich das andere Paket ab und baue dann die Türmchen mal so weit zusammen, wie es geht. Okay, Blitzableiter Nummer 1 steht. Jetzt muss ich nur einmal den Mobilkran umparken, um auf dem Blitzableiter auf der anderen Seite auch noch fertig zu bauen, weil der Turmträger von der Höhe her nicht mehr reicht. Ist ja klar. Das oberste Teil ging gerade so noch, aber jetzt der Blitzableiter selber, oder die Spitze, sag ich mal, passt nicht mehr ganz.
mehr mit Turmsrekran. Oberboden abtragen, okay. Ja, macht Sinn. Das heißt, wir brauchen das Verbindungsstück jetzt noch hier. Ich glaube, das ist das Einzige, was es noch fehlt, oder? Glaube ich, denke ich, vermute ich. Hoffe ich. Na, das scrollt jetzt runter. Na, was ist das? Meine Güte. Jetzt, hallo. Immer wieder selber. Ah ja, genau. Oben abtragen, Kieslieferung, Kiesverdichtung. Ja. Da würde ich sagen, könnt ihr schon mal gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wenn es euch gefallen hat, ihr nichts weiteres verpassen wollt. Ist jetzt hier auf jeden Fall noch eine Blitzableiter drauf. Und nächste Folge machen wir dann Oberwohnabtrag. Kieslieferung. Baller, falsche Taste. Und lassen die Rakete steigen, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon fertig dann. Mit dem gesamten Projekt fürs Erste dann. Aber das kriegen wir nächste Folge alles dann. Genauer gesagt. Ja. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und setze diese wunderbare Spitze da rein. Na, ein bisschen rüber noch. Perfekt. Ja, klar, das ist halt genauso hoch wie der Turmträger ran. So, und jetzt müssen wir Oberboden abtragen. Aber wie gesagt, nächste Folge. Also bis dahin und dann. Tschüss.